Alltag im Angesicht des Staatsterrors. Über das Leben in der syrischen Rebellenhochburg Homs berichtet unser Reporterteam unter extrem gefährlichen Bedingungen. In Syrien haben heute Kommunalwahlen begonnen, allerdings nur in einigen relativ ruhigen Zonen. Um die 17.000 Ämter bewerben sich mehr als 42.000 Kandidaten. Die Wahlen seien ein Teil der von Präsident Assad beschlossenen Reformen, hieß es offiziell dazu. Gleichzeitig reagiert das Regime unverändert mit brutaler Gewalt auf jegliche Opposition. Nach Schätzung der UNO sind seit Beginn der Proteste im März mehr als 4.000 Menschen getötet worden. Auch heute wieder soll es Gefechte zwischen Deserteuren und Regierungstruppen gegeben haben. Unsere Reporterin Sophie Nivelle Cardinal ist eine der ganz wenigen Journalisten, denen es gelingt, aus Syrien zu berichten. Sie ist zurzeit in der Stadt Homs, einer der Hochburgen der Aufständischen. Und sie wird für uns in dieser Woche täglich über die Lage berichten. Wie außerordentlich gefährlich der Alltag für die in Homs lebenden Menschen ist, das zeigt die folgende Reportage. Ihre einzige Deckung sind zwei alte Blechtonnen. Abwechselnd versuchen sie mit ihren alten Sturmgewehren die Scharfschützen der syrischen Armee zu treffen. Denn trotz der leergefegten Straßen, sie sind da. Innerhalb weniger Minuten werden mehrere Schüsse auf uns abgefeuert. Jeden Morgen nehmen uns die Soldaten unter Beschuss. Wir schießen nicht auf Zivilisten, nur auf die Armee. Was sollen wir machen? Eigentlich ist das nicht unser Job. Ob Deserteure der Regierungsarmee oder nicht, die Männer hier wollen anonym bleiben. Seit Monaten werden sie von der Armee ihres eigenen Landes beschossen. Es ist 8 Uhr morgens. Wir sind hier im Khalidia-Viertel mitten in Homs. Wenn sie sich in der Stadt bewegen, müssen die Aufständischen immer wieder den Straßensperren der Armee ausweichen. Mehr als 200 davon sind über die ganze Stadt verteilt. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Ist die Armee da? Nein, sie sind nicht da. Okay, wir gehen los. Das große Problem in diesem Viertel sind die Scharfschützen. Wir kommen einfach nicht gegen sie an, es sind Profis. In den letzten 8 Monaten konnten wir 3 in einem Nachbarviertel stellen. Hier in Khalidia gibt es mindestens 20. Die von den Scharfschützen ausgehende Gefahr legt das gesamte Leben lahm. Sie ist unsichtbar. Alles, was wir von einem Hausdach in dieser in Sniper-Allee umgetauften Verkehrsstraße erspähen, ist das Rohr eines getarnten Panzers. Passanten sind in ständiger Lebensgefahr. Gewehrsalven sind zu hören. Ein paar Straßen weiter im Hinterzimmer eines Ladens ringt ein am Kopf verletzter Mann mit dem Tod. Wir waren in der Nähe des Krankenhauses. Mein Cousin wollte gerade losfahren, da kam ein Auto. Das Fenster ging auf und sie haben wahllos auf die Leute um sie herum geschossen. Es waren Milizionäre in Zivil von der Shabia-Miliz. Wir hatten nichts getan, wir kamen von zu Hause. In dieser provisorischen Klinik fehlt es den Ärzten an allem. Sie werden nicht helfen können. Sie vertrauen den Verletzten, den Helfern vom Roten Halbmond an. Man wird versuchen, ihn in ein Krankenhaus zu bringen, wo er behandelt wird, ohne dass jemand davon erfährt. Es ist unmöglich, ihn in ein öffentliches Krankenhaus zu bringen. Es wäre zu gefährlich. Dort würden sie ihn sofort festnehmen oder töten. In den Militärlazaretten ist es noch schlimmer. Verletzte werden dort mit Zyankali oder Luftinjektionen umgebracht. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Aus der Moschee dringt Trauersprechgesang. Der Muezzin verkündet den Namen eines Toten. Es ist schon das dritte Mal an diesem Morgen. Im Stadtzentrum von Homs ist es gerade mal 9 Uhr.